Ja, liebe Leutchen, darf euch herzlich willkommen heißen zu einem neuen, frischen Wager-Match hier auf dem Kanal. Von mir, von eurem Baumi, und ich habe mir gedacht, heute scheißen wir mal auf alles. Wir stellen das Beste auf, was uns noch geblieben ist. Gegner heute ist der liebe Mika, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, den habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Und es geht um den Herrn hier unten in der Viererkette rechts, das ist Mats Hummels, 88er International Man of the Match, und setzen tut mein Gegner heute die guten Alexis Sanchez, auch so ein grünes Kärtchen, International Man of the Match. Wollen wir doch mal gucken, welche Mannschaft er ins Rennen schickt. Das finde ich ja sehr, sehr geil. FC Stromkasten nennt er die Mannschaft. Die schaut gut aus, ist ein Bundesliga-Mix aus goldenen Karten, aus grünen Karten. Und vorne im Sturm natürlich Thomas Müller, der 89er. Also ich glaube mal, das wird nicht leichter werden als die vergangenen Wagers. Da habe ich mich ja schon schwer getan. Hab zumindest hier den Anstoß. Schauen wir mal, wie es läuft. So, kennt ihr ja. Alles ein bisschen defensiver anfangen. Weil Gegentore ganz früh will ich nicht so gerne. Das ist schon mal super gespielt. Angel Di Maria auf der rechten Seite. Was macht er denn? Legt sich da erstmal auf die Nase. Gute Flanke. Aber die kann geklärt werden. Und gleich der Gegenzug über Müller. Jetzt Shaqiri, das ist Reus auf der linken Seite. Da müssen wir hin mit Dani Alves, dem Rechtsverteidiger. Ich glaube, das ist der einzige oder einer der einzigen Rechtsverteidiger im Spiel, der 4-Sterne-Skills hat. Sturridge, vorne spielt er zusammen mit dem Mann, der jetzt an den Ball kommt. Neymar! Ah, das war ein bisschen blöd mit der Ballannahme. Und dann hat er mit links abgezogen, was er gar nicht sollte. Sollte nur abtropfen lassen, mit rechts abziehen. Aber, naja. Sturridge, der ist ganz stark, der ist wahnsinnig stark. Jetzt bekommt er den Ball wieder. Daniel Sturridge ist auch der falsche Fuß. Jetzt war es der rechte. Er hat den linken als Dampfhammer. Also, wenn man das mal zusammennimmt, mit ein bisschen mehr Feingefühl, hätten wir jetzt hier schon zwei gute Torchancen haben können. Erst durch Neymar und dann durch Sturridge. Und das gibt keine Ecke. Gibt nur Einwurf für meinen Gegner, obwohl nur ist auch wieder so eine Sache. Durch Perisic, der den einwerfen wird. Auf Shaqiri. Setzt dich da durch, der kleine Schweizer Flanke kommt. Och nee. Also mal, als wenn ich eine Endlosschleife machen würde, das würde keinem auffallen, weil die Tore immer gleich aussehen. Thomas Müller, 11. Minute. Irgendwas mit Cirque du Soleil, dieser Jubel, den gibt es ja in verschiedenfacher Ausführung. Ja, 11. Minute. Wir liegen 1-0 hinten. Die 1 dominiert. Und jetzt hat natürlich die Taktik auch irgendwo die Daseinsberechtigung verloren. Jetzt da oben hin. Nee. Neymar, ich bin mir sicher, der kann bessere Pässe spielen. Nur das Problem ist, er wird von mir gesteuert. Ganz offensiv. Ich gehe jetzt einfach mal aufs Ganze. Was habe ich denn zu verlieren? Wir haben die beste Mannschaft, die wir aufbieten können. Chemie ist natürlich am Arsch. Perisic kommt da super vorbei. Und das war super gemacht von Paletta. Jetzt verliert er den Ball wieder. Wollte ich ihn gerade loben. Den gebürtigen Argentinier, der aber für Italien Länderspiele bestritten hat. Flanke kommt wieder rein. Und es ist wieder Müller. Wir haben die 16. Minute. Es ist fast schon so eine Art Galgenhumor, was mich jetzt hier befällt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, aufgeben ist nicht. Wir haben so viele Spiele jetzt schon früh verloren, dass gar nichts mehr ging. Und heute will ich das nicht. Na, irgendwo, ich glaube, das zweite Match, was ich gespielt habe. Genau, da ging es um Memphis Depay. Da haben wir auch 2-0 hinten gelegen. Dann hat das Objekt der Begierde innerhalb von ein paar Minuten den Anschluss geschafft. 2-2 und der ist zwar im Tor. Aber ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Da stand Daniel Sturridge, der Mann vom FC Liverpool. Die Team of the Season Karte stand leider vorne im Abseits. Und das war's mit der Chance. Wieder Paletta. Also, was mir an ihm gut gefällt, dass er sehr robust ist, sehr zweikampfstark ist, aber ist halt ein bisschen langsam. Und das ist das große Problem auf den FIFA, dass du dann gegen diese ganz, ganz schnellen Stürmer kaum eine Chance hast, wenn du mal hinterherrennen musst. Perisic in die Mitte, das ist wieder Thomas Müller, chippt den rüber. Klasse Kopfball, auch an den Mann gebracht. James Rodriguez, das ist allerdings nicht mehr meine Team of the Season Version, die ist ja schon weg, wie ihr mitbekommen habt. Und Neymar soll den Ball gar nicht nehmen, der war für Sturridge. Für den hätte es nämlich passen können. Ne, das hier ist die International Man of the Match Variante, die ich ja gewonnen habe beim einzigen Sieg bislang gegen Sphinx Mido 007. Ja, 20 Minuten, 23, 24 Minuten jetzt vorbei.
Ich glaube aber, es könnte was gehen. Wir dürfen halt jetzt nur nicht das dritte kassieren. Guillermo Ochoa. Jetzt neuerdings gewechselt zum FC Malaga, wenn ich das richtig verstanden habe. Achtung jetzt, Leute, nicht den nächsten kassieren. Also, das ist natürlich klar verdient. Also, wir hatten vorne noch gar keine Chancen. Es waren so halbe. Es waren so halbe Chancen. Und er hat die Dinger, die er wirklich vorne rausgespielt hat, auch verwandelt. Daniel Sturridge versucht da mal durchzukommen. Auf seinen brasilianischen Mitspieler. Klasse jetzt hier mit der Möglichkeit. Hacke zu Hacke Chop. Aber wir bleiben wieder hängen. Natürlich merkt man das jetzt, dass wir da offensiv stehen. Schöner Doppelpass jetzt. Über Perisic in die Mitte. Da steht nur noch Dani Alves. Schlecht geklärt. Sehr schlecht geklärt. Und da muss Ochoa, der mexikanische Nationaltorwart, mal alles auspacken. Achtung in der Mitte. Kommen wir wieder nicht hin. Jerome Boateng mit dem Kopfball. Abschlag Ochoa. Das Ding ist nicht schlecht. Da kommt der Sturridge noch dran. Der ist schnell. Der ist schnell und trickreich, wie ihr hier seht. Und den könnte er auch spielen, wenn er Bock hat. Marcelo war mal da vorne, unser Linksverteidiger. Logischerweise fehlt er jetzt hinten. Klarste Sache der Welt, dass man sich da nicht teilen kann. Shaqiri, der wieder auf Müller vorne rein. Also die suchen sich da, die beiden Münchner. Aber jetzt mal über Koke auf Di Maria, der argentinische Rechtsverteidiger. Kommt durch, natürlich komplettes Blech, was ich erzähle. Der ist rechts außen, rechtes Mittelfeld. Rechtsverteidiger ist Dani Alves. Aber da kann man schon mal durcheinander kommen, wenn man hier so eine Chance hat und endlich mal nutzen muss. Vielleicht sollte ich die immer so flach schießen, Mensch. 36. Minute. Hier der Anschluss. Und jetzt stellen wir das mal zurück. Ich habe nämlich immer Angst, dass ich die totlaufe. Rodriguez auf Marcelo. Der ja auch nicht nur klasse hinten ist, sondern auch ein Auge hat nach vorne und auch gute Pässe spielen kann. Neymar. Neymar nimmt nochmal das Tempo raus. Was macht er jetzt? Versucht da reinzukommen. Ja, okay. Schusstäuschung. Sieht schön aus. Bringt aber wenig. Ich bin ja immer noch dabei, das ein bisschen zu lernen. Mats Hummels. Um den geht's ja. Der soll mal gucken, dass er nicht noch ein paar Dinger fängt da hinten. Jetzt hat er Überzahl. Den muss er machen. Und wieder Ochoa. Mit einer Faust übergegriffen. Verhindert hier in der 40. Minute die erneute 2-Tore-Führung. Jetzt aber. Ja. Latte. Nach Dante-Kopfball. Und eben jener Brasilianer macht dann auch das 3:1. Also meine Flankenschwäche, Kopfballschwäche, sie ist nicht mehr in Worte zu fassen. Das ist schon bald eine Krankheit. Da muss es doch ihnen Impfstoff gegen geben. Rodriguez, schön gemacht jetzt. Ribery. Oh, super jetzt. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Sturridge dreht sich da rum. Rechter Fuß, schwacher, ist wurscht. Sturridge macht den erneuten Anschluss. Was ist das hier denn für ein beklopptes Spiel? Ja, Marcelo klatscht Beifall. Hier. Das war nicht so gewollt von mir. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Aber es sieht trotzdem gut aus. Und dann lässt er dem Torwart endlich mal keine Chance. Wie oft habe ich in solchen Situationen dann den Keeper noch angeschossen? Oder einfach vorbei? Leute, Peacecheck. Es geht sofort weiter. Wir haben hier keinen Bock auf Halbzeit. Wir können doch gerade weiterspielen. Also das macht mal richtig Spaß. Weil heute bin ich nicht hier komplett unterlegen, sondern kann auch mit ein bisschen Glück auch selbst den Torabschluss suchen und Dinger verwandeln. Es ist nur ein Tor. Das macht mir keine Angst. Das macht mir keine Angst. Ich bin viel Schlimmeres gewohnt. Und dann wirft mich auch sowas nicht runter. Franck Ribéry. Edeltechniker, der seinesgleichen teilweise sucht. Dem passiert dann so ein Fauxpas bei der Ballannahme. Vorsicht, der Toni Kroos. Der kann auch flanken und nicht schon wieder. Diesmal endlich mal Mats Hummels. Sieger im eigenen Strafraum, jetzt haben wir die Halbzeit. 5 Buden gesehen. 3 für den lieben Mika FC Stromkasten und 2 für meine Wenigkeit. Durch Di Maria, durch Sturridge. Und ja, wir haben innerhalb von 7 Minuten 3 gesehen. Hier, ich will es gar nicht sehen, machen wir das schnell weg. 10 Schüsse, 10 aufs Tor. Und wir haben auch 2 aufs Tor und haben auch 2 Tore. Also, wir sind sehr effektiv gewesen. Und er weiß zumindest, wo das Tor steht, weil die alle das Ziel gefunden haben. Oft stand dann eben der Lockenkopf im Weg, der Mexikaner im Kasten bei uns. Ja, also man hat so viel geredet bei der Weltmeisterschaft von Navas, ne, von dem Costa Rica-Torwart, aber ich fand den Ochoa Minimum gleich genial. Und Navas ist jetzt bei Real Madrid und der arme Ochoa muss
bei Malaga vorlieb nehmen, obwohl Malaga war in der Vergangenheit ja auch eine Mannschaft, die in Europa mitgespielt hat, aber es ist nicht mehr so, der Geldgeber ist weg und jetzt wieder über links, Vorsicht. Ja, der Dani Alves, klasse Verteidiger, kann sich da durchwurschteln. Neymar, und wo wir gerade bei den klasse Pässen sind, jetzt Sturridge, komm, nimm den linken mal, er lässt dich abdrängen, wartet hinten. Da war Ribéry, aber das ist natürlich dann auch mal wieder viel zu langsam, was ich da mache. Man muss schneller spielen. Jetzt Rodriguez, der hat ja auch einen Pfund. Spiel nochmal ab, jetzt nochmal die Schusstäuschung. Und da ist Neymar durch. Das war jetzt aber nicht meine eigene Leistung. Ich mache jetzt auch mal diesen komischen Zirkusjubel hier. Genau, das war jetzt ein bisschen anders als am Anfang bei meinem Gegner. 53. Minute. Hier, da habe ich im Prinzip eigentlich durchgewollt. Hat nicht geklappt, er behindert sich selbst. So oft haben wir die Gegentore auch schon kassiert. In so einer Art und Weise. Und da steht es jetzt 3:3. Nach 0:2 sind wir wieder da. Und ja, es wäre jetzt mal an der Zeit, selbst in Führung zu gehen. Alexis Sanchez, das ist die Arsenal-Version. International Man of the Match. Also ganz, ganz neu, ganz, ganz frisch. Ist auch einiges wert. Den hätte ich ganz gerne vorne im Sturm. Der hat, glaube ich, 90 Tempo, 90 Schuss. Also ganz pervers, die ganze Geschichte. Neymar, beflügelt jetzt vom Tor. Tankt sich da mal vorbei. Trägt sich da vorbei. Korke hat auch Glück. Scheint, als ob ich jetzt hier ein bisschen das Momentum haben würde. Man darf halt nur nicht so ins Abseits rennen, obwohl es ganz knapp ist. Da waren die Haare von Dante auf gleicher Höhe, da bin ich mir sicher. Ball nach vorne. Ball nach vorne. Wir waren dazwischen, sind wieder dazwischen. Also Korke macht jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Spiel. Ball nach vorne auf Sturridge. Der kommt aber nicht dran, wird gelegt. Korke schießt. Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Also leck mich doch am Zippel. Oder die Ziege, such's dir aus. Also das ist jetzt hier abseits, okay. Aber dass das Ding hier genüsslich in aller Ruhe an den Pfosten hoppelt und in der Mitte machen sie dann auch nicht rein. Hätte eh nicht gezählt wegen Abseits, aber Himmel, Arsch und Zwirn. Was man hier für Chancen liegen lässt. Das zieht sich ja im Prinzip durch alle Wager-Matches, wenn ich denn Chancen habe. Oh, einen Riesenfehler darf man nicht machen. Ich brauche Pillen, ey, das geht nicht mehr anders. Also wir machen jetzt hier kein Wettbattlen oder sowas mit diesem Jubel. Das haben wir uns nicht vorher abgesprochen. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Da hast du gerade den Ausgleich gemacht. Schießt so ein komisches Hoppelbällchen an Pfosten, was sogar noch Abseits ist dann. Und auch Höhen und Tiefen. Und dann kassierst du im Gegenzug so ein Tor wieder nach Fehler. Ey, das kann nicht wahr sein. Die Maria jetzt mal mit dem Berberspin vorbei. Und es ist wieder Abseits. Aber den hätte der wieder kolossal da vorne versiebt. Also entweder laufen die zu früh rein oder ich flanke zu spät. Sucht euch das aus. Fünfmal Abseits. Das kann kein Zufall mehr sein. Entweder hat er eine super Abseitsfalle und ich bin einfach zu blöd. Gündogan auf Müller. Linke Seite Reus. Marco Reus findet wieder Gündogan, seinen Dortmunder Mannschaftskameraden. Will da vorbei. Rodriguez macht das klasse. Glaubt man gar nicht, dass das geschniegelte Kerlchen zweikampfstark ist. Es ist wieder Sturridge, der durch ist. Mach ihn rein, lupft ihn oder sonst irgendwas. Mann, man kann dieses Spiel nicht mehr in Worte fassen. 4:4, 66. Da hätte er eigentlich schon mit links jetzt irgendwo gucken müssen, dass er schießt. Dann geht er nochmal rüber und veralbert sie alle. Das sieht nach Kreisklasse aus, wie das Ding da reinhoppelt. Diese Schusstechnik, aber das ist der falsche Fuß, der schwache. Aber es zählt halt eben, was letztendlich bei rauskommt. Das ist ein Tor gewesen. Klasse, jetzt hier Neymar vorbei. Di Maria, jetzt fällt es hier fast leicht. Mit der Übersteigertäuschung wollte ich da vorbeigehen. Klappt nicht ganz. Boateng, einfach mal raus. Und jetzt wäre ich doch mal dran. Wir haben jetzt immer hinten gelegen, haben immer uns zurückgekämpft. Was passiert jetzt? Es kann natürlich auch sein, dass es hier noch länger geht. Ne? Wenn wir immer hier diese Schlagzahl beibehalten. Führung, Ausgleich, Hummels, pass auf da hinten. Dass das Ding in die Verlängerung geht. Ochoa, klasse nach außen auf Di Maria, findet Koke. Der steht auf der falschen Position, das ist eigentlich ein rechtes Mittelfeld, das macht aber gar nichts. Also die Chemie ist am Arsch, aber man zeigt, dass man das nicht braucht. Ne? Gute Mannschaft reicht, überragende Weltklasse-Spieler. Ich glaube, dann kann man das mit der Chemie einfach vernachlässigen. Wieder Gündogan auf Shaqiri, Ball nach vorne ist abseits. Da braucht man keinen Mann mit der Fahne für. Das hätte man auch mit 7,5 Dioptrien in der Kurzsichtigkeit gesehen, dass das Abseits war. Perisic, rechte Seite. Paletta versucht zu stören. Ich soll ja nicht immer rauskommen mit den Innenverteidigern. Jetzt kann ich übernehmen, was ich nicht mache. Wie doof kann man sich anstellen? Und der Torwart jetzt unsicher hinten.
Also ich nehme das wirklich alles mit Staunen hier hin. Diese Situation. Solche Spiele sind mir eigentlich fast am liebsten, weil da ist das Leistungsniveau relativ ähnlich. Es werden die gleichen Fehler gemacht. Ist Abseits wieder. Der wäre drin gewesen. Also wenn ich dann da 4-0, 4-1, keine Ahnung, was auf den Sack kriege und da noch Glück habe mit. Aber könnt ihr ja nichts für. Muss ich besser spielen. Ist einfach so. Ball nach außen. Schwach. Schwach. Da war zwar Alves, aber er war leider Gottes nicht intensiv genug, in der Position den Ball zu holen zu können. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wir klären das. Jetzt die Maria. Ball auf Neymar. Aber jetzt hat er es anscheinend raus, wie er gegen den kleinen brasilianischen Ballzauberer da gehen muss, dass der nicht durchkommt. Alaba, linke Seite, kommt jetzt mal durch. Oh Gott, ja, Stellungsspiel ist mal wieder eine Katastrophe. In die Mitte rein. Ich habe auf Abseits gehofft, was es nicht gibt. 83. Minute. Jerdan Shaqiri, der Schweizer, mit der erneuten Führung. Es steht 5-4. 9 Tore in diesem Spiel. Ich habe noch 7 Minuten. Wir werden nochmal alles nach vorne klatschen. Alles, was geht. Den Druck erhöhen. Dani Alves, eingesetzt von Koke. Nur jetzt wohin? Ich meine, er kann natürlich jetzt gucken, dass er defensiv steht. Es ist nicht mehr lang. Di Maria, gibt es Ecke? Nee, der ist noch nicht im Aus. Wäre es nicht der Alaba gewesen, wäre es irgendein lahmer Arschverteidiger gewesen, dann hätten wir jetzt eine Ecke gehabt. Aber hätte, wäre, wenn zählt nicht. Dann verlieren wir den Ball wieder so blöd. Und er kann es nicht nutzen. Ich denke mal, jemand, der wirklich jede Chance hier eiskalt nutzen würde, die ich ihm auf dem Silbertablett biete. Das ist ein Vorteil. Neymar, nach oben, da ist Ribery. Franck Ribery, was macht er? Warte, da in der Mitte ist jemand gewesen. Jetzt gibt es aber noch eine Ecke. Jemand, der das wirklich eiskalt nutzt, gelbe Karte nochmal für Reus, der würde hier mit Sicherheit schon höher führen. Der hätte mit Sicherheit auch nicht so viel Gegentore kassiert. Aber danke an den Mika, dass er so spielt, wie er spielt, weil es ist einfach super zum Angucken. Ecke nochmal, da vorne ist Ochoa mit dabei. Paletta oder was jemand anders, nee. Kurzzeitig die Hoffnung noch gehabt, dass das ein Abwehrspieler war. Ochoa rennt gerade nach hinten, da seht ihr. Und wenn er jetzt frech ist, schießt er einfach mal, tut er nicht. Toni Kroos, der wartet einfach nur auf den Abpfiff jetzt. Wer kann es ihm verdenken? Toni Kroos, nochmal nach unten. Da ist Reus, der ist schnell genug. Es war natürlich auch klar ersichtlich, gerade eben die Statistik. 11 Chancen zu 2 oder beziehungsweise Paraden von Ochoa. Also was der heute alles gehalten hat. Heftig, heftig. Es ist natürlich verdient, wenn es dabei bleibt. Würde bedeuten, Mats Hummels verlässt uns die 88er Karte. Und in dem Moment ist es Geschichte, was auch immer, fix. Mats Hummels geht in den Besitz über vom FC Stromkasten. Es hat Spaß gemacht, diese Spiele zu gucken. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu spielen. Großen Dank an meinen Gegner. Könnt ihr mal auschecken, wenn ihr Bock habt, Kanal in der Videobeschreibung. Und ich bin gleich mal auf die Statistiken gespannt. Die Paraden haben wir gerade eben schon gesehen von diesem Herrn hier im Stuttgart-Trikot, Guillermo Ochoa. 8,5er Note hat er bekommen. Jetzt gucken wir erstmal auf den Gegner, Thomas Müller, eine 9,9. Shaqiri 9,5. Gündogan hat nicht den besten Tag erwischt. Auch Boateng nicht unbedingt. Piszczek, Neuer. Ansonsten Perisic war stark, Kroos war gut. Und Dante, Reus waren solide, würde ich sagen. Da haben wir gesehen, Alexis Sanchez, der sitzt auf der Bank. Das ist unsere Mannschaft. Torwart haben wir ja vorgehoben. Mittelfeld sieht ganz okay aus. Und auch der Sturm war nicht schlecht mit Neymar, Sturridge. Ich würde einfach sagen, das Problem, was ich habe, das lässt sich so leicht wahrscheinlich auch nicht lösen. Hinten sicherer sein und vorne einfach nicht so viele Chancen versemmeln. Aber gut, wem erzählst du das? Ein paar Münzen gibt's natürlich noch. Und da haben wir nochmal die Statistiken für euch. Klar verdiente Geschichte, schon erwähnt. Er hat 15 Schüsse abgefeuert, 14 auf die Kiste. Ja, ich würde sagen, bei der verdienten Übergabe sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, es ist mal wieder ein sehr, sehr schmerzvoller Moment, sich verabschieden zu müssen von einer schön grün glänzenden Karte Mats Hummels. Mach's gut, bye bye, wir bekommen die Karte von Adam Salah im Schalke-Modus. Ich habe letztens auch schon die Hoffenheimer gesehen. Ja, mir hat Spaß gemacht zu spielen, ich hoffe euch auch anzugucken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Wenn ihr selber mitspielen wollt, einfach eine PN an mich und dann deichseln wir das. Ich denke mal, ich werde auch nochmal eine Aufstellung machen beim nächsten Video, ein kleines Info raushauen, wie auch immer, dass ich euch nochmal zeige, wen es denn jetzt alles zu gewinnen gibt. Also, bis denn, euer Baumi. Servus.